Ja, wir sind am gestrigen Wahlabend als starke Kraft der Links von der Mitte bestätigt worden. Das freut uns sehr. Wir sind in beiden Ländern mit einem klaren Gestaltungsanspruch angetreten und den erhalten wir auch aufrecht. Die Gefühle waren natürlich gemischt an diesem Abend, auch weil eine Wahlbeteiligung, wo man sagen muss, jeder Zweite ist zu Hause geblieben, etwas ist, was überzeugte Demokratinnen und Demokraten nicht kalt lassen kann. In Brandenburg konnte die Linke konkrete Verbesserungen bewirken, sei es der Mindestlohn im Vergabegesetz, die Abschaffung der Residenzpflicht für Asylbewerbende, eine bessere Versorgung, was Ärzte anbelangt, im ländlichen Raum mit dem Programm Gemeindeschwester Agnes. All das und viele andere Sachen gehen zurück auf das konkrete Engagement der Linken in Brandenburg. Leider ist es uns nicht gelungen, dieses Gesetz zu durchbrechen, dass Erfolge und Zufriedenheiten mit einer Landesregierung weniger dem Juniorpartner angerechnet werden, sondern der Partei, die den Ministerpräsidenten stellt. In Thüringen ist es uns zum 5. Mal in Folge gelungen, ein Ergebnis noch zu verbessern und obendrauf zu legen. Das gestern eingefahrene Ergebnis ist das Beste, was jemals in einem Landesverband für unsere Partei errungen wurde. Insofern war das natürlich ganz großartig, ein toller Grund zu feiern. Dass es so spannend war und man das Gefühl hatte, also der Tatort hat eine starke Konkurrenz gestern Abend bekommen, was die Spannung anbelangt, lag jetzt wahrlich nicht an uns. Also wir haben wirklich geliefert als Linke, alles zu tun, damit es in Thüringen auch für einen Politikwechsel reicht. Jetzt haben wir eine knappe Situation und ich hoffe sehr, dass Bodo Ramelow und Susanne Henning dann in der nächsten PV-Sitzung über ganz konkrete Erfolge aus Sondierungsgesprächen berichten können.